Ja, ich möchte mit dir eine gemeinsame Übung machen, das innere Sehen zu trainieren. Und bei dieser Übung geht es um eine rote Rose. Also es geht um eine einzelne rote Rose. Wenn es dir leichter fällt, dann kannst du dir auch eine rote Rose kaufen und da vor dir hinstellen, sozusagen, die du erstmal betrachtest. Aber ich denke, die meisten von uns werden rote Rosen kennen und sich vorstellen, ich meine wirklich eine einzelne rote Rose, die einen langen Stiel hat und ein paar Blätter und natürlich auch ihre Dornen hat und so, genau. Und ich sehe die übrigens schon auch mit offenen Augen halt, ne? So, es gibt tatsächlich Menschen, die denen fällt es sogar leichter halt mit offenen Augen, sich was Inneres vorzustellen. Also wenn du dazu gehören solltest, das sind ungefähr aus der Erfahrung her so 10, jeder Zehnte oder 10% davon der Menschen halt, denen das viel leichter fällt, als wenn sie ihre Augen schließen. Also dann bleibt dabei. Aber den meisten von uns, dem würde ich sagen, dass du deine Augen mal schließt. Du kannst dich auch so einfach so bequem hinsetzen. Genau, ich würde so in sitzender Position das machen, halt hinsetzen und mal die Augen zu schließen und und deinen Mittelfinger, kannst auch einen anderen Finger nehmen, ne, auf Mittelfinger mal über auf das dritte Auge zu legen, die Augen zu schließen. Ne, so dein drittes Auge zu aktivieren und dir jetzt mal eine rote Rose vorzustellen. Ja, eine rote Rose vorzustellen. Genau, schau mal, wie die aussieht. Das Bild muss nicht sofort klar sein, ne? Das kann ein bisschen verschwommen sein. Lass mit der Zeit auch den Finger wegnehmen. Es ging nur ein bisschen, um das zu aktivieren. Und immer wenn du Hilfe brauchst, sozusagen, kannst du das wieder ein Stück weit dein drittes Auge aktivieren. Spür einfach, schau einfach, ob es dir damit leichter fällt. Aber ansonsten ist es so ein Stück weit aus der Energie jetzt drin. Und du stellst jetzt eine rote Rose vor. Und mit einem langen Stiel, bei mir hat sie gerade einen langen Stiel. Ich leite das mal so an. Vielleicht sieht die ein bisschen anders aus, aber bleibt mal so ein bisschen bei meiner Führung. Genau. Und diese rote Rose. Ja, diese rote Rose, die ist von ihren Blüten ist sie geschlossen gerade halt, ne? So, die ist geschlossen. Also meine ist geschlossen. Und stell dir mal vor, wie so ein Zeitraffer sozusagen, dass diese Knospe, diese Blüten sich öffnen, ne? So, was die Blumen tun, so wenn sie den Tag begrüßen, dass die sich öffnet. Und einen richtig großen Blütenstand dann hat, ne? So. Wenn es bei dir am Anfang so war, dass die schon komplett geöffnet war, dann stell dir mal vor, wie sie sich jetzt schließt halt, ne? So. Genau, wie die Blüten sich jetzt schließen halt, ne? So. Genau, und nimm dir ein bisschen Zeit, ne? So. Und vielleicht sagst du auch halt, naja, meine rote Rose, die ist gar nicht so rot. Die hat mehr so ein helleres Rot oder die ist sogar hat so ein Rosa. Ja, und da würde ich dich bitten, auch mal ein bisschen zu spielen halt. Also veränder mal die Farbe deiner Rose halt, ne, so. Dass du diese Farbe, dieses Rot mal heller, mal dunkler machst. Mal intensiver, mal blasser. Ja, es ist so ich betrachte das mal ein bisschen als Spiel. Du kannst dir so nach wie vor so vorstellen, dass die Knospe sich öffnet und wieder schließt, so wie so in so einem Zeitraffer. Und dass sie vielleicht sogar beim Öffnen und Schließen automatisch so ihre Farbe verändert, dass sie einmal sozusagen leuchtender, dunkler, ein tieferes Rot hat und dann vielleicht ein etwas
ja, helleres Rot hat, vielleicht sogar ja so ins Rosa übergeht halt, ne, so. Betrachte meine Informationen nur so als Ideen, als Angebote, ne? Ich möchte ein bisschen mit dir dich dazu anleiten, mit diesem Bild mal so ein bisschen zu spielen jetzt. Wenn du das Gefühl hast, es stockt gerade so, dann nimmst du nochmal wieder deinen Finger, sei es den Zeigefinger oder den Mittelfinger, führst zum dritten Auge hier und aktivierst das nochmal. Okay, ich habe meine Augen jetzt auch weiter geschlossen. Wir machen sie zusammen, die Übung, genau. Ja. Und bleiben wir mal ein bisschen bei der Farbe halt. Rosen gibt es ja ganz vielen Farben halt, ne? So. Wäre es denn, wenn du dir eine weiße Rose vorstellst jetzt? Eine weiße Rose. Verändere mal die Farbe und lass die Rose weiß werden. Ganz, ganz leuchtendes Weiß. Oder eine gelbe Rose. Oder eine schwarze Rose. Und gern natürlich wieder auch eine rote Rose. Und jetzt schau mal innerlich drauf, wie weit ist diese Rose, die du betrachtest, von dir entfernt? Ist sie sehr nah? Also sie ist vielleicht sogar hier direkt vor deinem Gesicht oder ist sie so ein bisschen mit einer mittleren Entfernung, so vielleicht würdest du sagen einen halben Meter oder sowas? Ja. Und damit wir das gemeinsam machen können, stell dir mal vor, dass deine Rose, wenn sie jetzt eine mittlere Entfernung hat, so wirklich mal richtig nahe kommt. Ja. Und dann aktiviere mal deinen inneren Geruchssinn und versuche mal, ob du auch was riechen kannst. Ja, so ein inneres Riechen, ja. Wenn das nicht der Fall ist, ist es nicht so schlimm. Uns geht es ja erstmal ums Sehen hier einfach. Das war nur gerade, weil die Rose so direkt vor uns ist. Ne? Genau. Und jetzt lass sie, genau, zoom sie weiter weg oder für andere ist es vielleicht leichter, sie weiter weg zu schieben, sozusagen das Bild weiter weg zu schieben in der Entfernung, in der Entfernung. Genau, das kannst du auch ein bisschen schneller machen, wenn du möchtest. Wenn sie so weit weg ist, dass du sie vielleicht ganz hinten siehst irgendwo, nur so erahnen kannst, das ist eine Rose. Ja, welche Farbe gerade ist, lasse ich mal offen. Vielleicht hast du gerade mehrere Farben ja ausprobiert und ist bei einer Farbe jetzt da so, die du dir vorstellst, das ist völlig egal so. Und du kannst ja natürlich auch vorstellen, dass diese Rose jetzt irgendwo auf einen Feld gewachsen ist, ne? Vielleicht gibt es auch andere Blumen noch, aber du siehst immer noch deine Rose halt, ne? Ja. Ja, du kannst ja auch die Wiese noch ein bisschen mehr ausmalen, so und vielleicht ist im Hintergrund sind irgendwelche Berge zu sehen oder ein kleiner See. Die Sonne scheint, vielleicht ist ein bisschen auch der leichter Wind halt in dieser Szenerie drin. Und schon entwickelt sich das Bild weiter, ne? Genau. Okay, und jetzt lässt du deine rote Rose, oder vielleicht hat sie auch eine andere Farbe, auch das ist in Ordnung. Aber mach sie doch nochmal rot. Mach sie nochmal dunkelrot. Lass uns das gemeinsam tun. Lass sie nochmal dunkelrot werden. Und dass sie ungefähr so in mittlerer Entfernung, vielleicht einen halben Meter vor dir, so und das Bild, das innere Bild der Rose,
zum Stehen kommt. Und du kannst auch mal dir vorstellen, dass du um diese Rose herumgehst und sie von allen Seiten betrachtest. Also nicht nur von vorne, wo du die Blüte siehst, vielleicht wenn sie ihren Kopf so neigt, sondern vielleicht ist der Kopf auch gerade, weiß ich mir nicht, wie das bei dir ist, aber sie mal von allen Seiten betrachtest, genau. Auch das ist eine Möglichkeit, mit einem Bild ein bisschen zu spielen halt. Kannst auch mal versuchen, wie das dann so ist, wenn du dir vorstellst, du würdest jetzt ein bisschen vom Boden abheben und schweben. Nur ein bisschen so leicht und die Rose so von oben dir anschauen. Ja, so von oben dir anschauen. Ich habe meine Augen geschlossen, ich weiß nicht, ob meine Hand noch im Bild ist, aber genau, von oben dir anschauen und jetzt wieder zurück. Und jetzt hast du wieder die rote Rose, die du vor dir sehen kannst. Okay, ich hoffe, diese kleine Übung hat dir ein bisschen Spaß gemacht. Die kannst du jederzeit nochmal wiederholen. Und so kannst du lernen, halt dir die Dinge vorzustellen. Du kannst statt einer Rose natürlich auch andere Pflanzen nehmen oder andere Gegenstände nehmen. Ne? Nimm mal ruhig Gegenstände, die sich nicht bewegen. Das ist einfacher. Ne? So, es muss nicht unbedingt die Rose sein. Das war jetzt nur ein Beispiel von mir. Okay, dann danke ich dir, dass du diese Übung mit mir zusammen gemacht hast.